Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fishing Simulator. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin euer Xauk und wir legen auch gleich los. Liebe Leute, das ist unser letzter Tag, bevor wir in Rente gehen und wir uns wieder Subnautica widmen. Viele haben schon gefragt, wann geht es weiter mit Subnautica? Verdammt! Also manche haben sogar geschrieben, Subnautica ist viel cooler, mach wieder Subnautica. Ich weiß, Leute, ich weiß. Ich weiß, was ich euch damit antue. Mir ist das schon bewusst. Für mich kam das auch total unerwartet, dass dieses Spiel mir doch so viel Spaß gemacht hat oder dass es so viel zu zeigen gibt. Weshalb ich leider eine Entscheidung treffen musste. Aber nächste Woche ist es wieder so, weil Subnautica geht wieder weiter und ich kann euch sehr Gutes versprechen. Wir bauen demnächst ein Zyklopen und wir gehen richtig in 900 Meter Tiefsee. Also das wird mega geil, versprochen. Und ja, würde ich sagen, legen wir mal los. Wollen wir nicht so lange rumquatschen. Ihr seht, ich habe 1,8 Millionen zusammen und ich möchte heute ein neues Boot kaufen. Schade, dass wir das hier nicht kaufen oder das hier noch kaufen. Aber dazu reicht leider unser Geld nicht und wir müssen viele, viele, viele Stunden noch spielen, bevor wir dieses Boot hier uns zulegen könnten. Und das Schlimme ist, sind nämlich die Kilometer. Ich dachte ja eigentlich, es reicht, wenn man einfach so mit Schnellreise links, rechts, links, rechts, links, rechts macht. Nein, das geht nicht. Man muss selber tuckern, also wirklich selber Vollgas geben und darf nicht Schnellreise machen. Das funktioniert nicht. Weshalb ich einfach spaßeshalber hier so hochgefahren bin. Hab das geholt und das geholt. Das hat, keine Ahnung, eine Stunde oder fast zwei Stunden gedauert, hier dieses Stück hier abzufahren. Also wirklich richtig heftig. Und ich meine nicht Ingame-Zeit, sondern Real-Zeit. Also das ist wirklich krass. Ich bin hier so hin, habe Vollgas gemacht, habe einfach tuckern lassen und nebenbei habe ich dann, ich weiß gar nicht, was ich gemacht habe, irgendein Papierkram oder sowas und das Ding ist einfach weiter getuckert. Manchmal musste ich korrigieren, hier sieht man, er macht manchmal so Schlenkerer, wenn die Wellen zu heftig sind, aber gut. So, ja, also das ist wirklich übel und kurz bevor ich hier hinten angekommen bin, also hier so, weil das sind, keine Ahnung, ich glaube das sind 20 Kilometer und es haben ja noch, ich weiß nicht mehr, 55 oder so gefehlt. Bin ich wieder hierzu zurückgetuckert und dann hier irgendwo ist dann das aufgeploppt, dass ich jetzt das neue Bötchen fahren darf. Ja, habe ich mich natürlich gefreut. So, dann gönnen wir uns den Spaß. Schauen wir mal. Boot kaufen, wie Becke. Uns fehlen 100.000, das heißt, wir müssen uns erst noch einen kleinen Kredit holen. Einen kleinen Kredit, das ist natürlich jetzt auch krass, ne? Hier, guckt mal, wir könnten einen 9 Millionen Kredit aufnehmen, das ist so krass. Warte mal, wir nehmen einen recht kräftigen, weil wir das Boot ja dann auch upgraden wollen, was geht. Wir nehmen jetzt einfach mal hier so den dickesten Kredit, den wir kriegen können. So, jetzt haben wir 10 Millionen. Jetzt könnte man rein theoretisch sogar das Ding hier kaufen, oder? Ah, ne, 15 Millionen brauchen wir dafür. Und wie viel brauchen wir hier? 20 Millionen, das ist so krass. Aber gut, Boote sind teuer, ist klar. So, okay. Kauf mal die Vibeck Catrin. Aufgrund der großen Menge Fisch, die da auf Vibeck Catrin gelagert werden kann, musst du jetzt sämtlichen Fisch vor dem Kauf stapeln. Gestapelter Fisch muss zuerst ausgenommen werden. Optional kannst du ihn auch einfrieren. Du benötigst mindestens ein Crewmitglied, das den Fisch für dich stapelt. Das Boot sieht so komisch aus, weil er hinten so, als hätte jemand mit einer Kreissäge hier die Hälfte abgeschnitten. So sieht das Boot aus. Eigentlich voll hässlich, aber irgendwie auch kultig. So, okay, schauen wir mal, was wir upgraden können bei dem Boot. Wir haben es ja jetzt. Schauen wir mal hier. Für 60 Riesen können wir 6 Tonnen Lagerkapazität erweitern. 150.000 für die nächste Kapazität und eine halbe Million fast. Damit kann man sich ein Haus kaufen, Leute. Kann man nochmal 20 Tonnen dazu. So, damit unser Kahn nicht untergeht, verbessern wir den Motor für über 1 Million. So, dann können wir hier noch ein Radar-Upgrade kaufen. Jawohl. Sollen wir hier ausnehmen? Maschine. Aha. Netzwinde. Sagen wir hier, Tiefkühler für 100.000. Jawohl, rein damit. Seitliche Strahlröder verbessert die Manövrierbarkeit. Für eine halbe Million. Kein Problem. So.
Ja, das ist ja natürlich klar. Ich nehme den Fisch per Hand aus. Kein Thema. So. Tank ist voll. Ändern wir. Obwohl die Catherine hat eigentlich einen schönen Namen. Lassen wir den Namen Catherine. So, okay, wir brauchen Crewmitglieder. Oder will einer auf meine Schoß? Ja klar, gerne, komm her. So, wen nehmen wir denn? Hier, den George. An Bord. Dann haben wir hier den Einer. Kann man noch jemanden? Ja, tatsächlich. Die Ruhe. Nee, mehr als drei gehen nicht. Okay. Oh, das ist, den haben wir ja schon jahrelang, den behalten wir. So. Na, dann wollen wir mal. Warte mal, du hast keine. Achso, warte. Doc. Ne, warte mal. Achso, bei Fischmarkt. So, genau, wir brauchen Fische. Dann nehmen wir auch hier gleich die großen Fischnetze hier. So, gleich mal hier so 6 Stück oder. Jetzt haben wir 10, auch wurscht. So, wir haben immer noch 6 Millionen. Ja, bei Gott, da kann man ja noch ein Boot kaufen. Würde das gehen? Ne, wahrscheinlich nicht. Das sieht so komisch aus, dass das hinten einfach so aufhört. So ein Boot gibt's doch nicht wirklich, oder? Schon geil, das Teil. Oh Mann, ich will hupen können. Mega cool, aber der schwankt ganz schön hier. Schau mal, wie der schwankt. Schau mal, wenn ich so fahre. Ein Seekrank bekommt eine ganz andere Bedeutung. Meint ihr, wir können das Ding zum Kentern bringen? Wenn wir jetzt so eine Zeit lang das so machen? Hoi. Hui. Ja. Captain, fahren Sie mal gerade. Das ganze Wasser schwappt in mir. Ahoi. Okay. Ja, der ist ziemlich zügig, ne? Der ist schon flott, glaube ich. Für die Masse jetzt. So. Okay, es wäre jetzt langweilig, hier fischen zu gehen. Aber andererseits ist da oben jetzt auch nicht gerade. Hier, da kommt das offene Meer. Ne, wir probieren. Wir bleiben mal hier. So, warte mal. Alle. Und da mal per Schnellreise hin. Wie viel Sprit haben wir eigentlich? Sehen wir hier. What? 9500 Liter, aber wir haben 250 Schöpfe verbraucht für das kleine Meterchen da. Na gut. So, Ausrüstung: 165 Meter. Los geht's. Ahoi, Captain! Also mit dem Boot kann ich mich nicht so richtig anfreunden. Das sieht irgendwie komisch aus. Ich habe ja auch schon überlegt, so ein Schiffkutter mal. Was passiert da? Das ist nicht gut. So ein Fischkutter mal ein Scrap Mechanic bauen. Das wäre eigentlich auch ganz witzig. Wie lange ist denn das Ding noch? So. Okay, gut. Wollen wir noch eins, oder? Noch ein Netz. Wow. Piep. Wir haben ja hier so ein Seitenruder. Wie funktioniert denn das Seitenruder? Boah, das Boot schwankt, Leute. Hey, wir müssen uns das Boot noch anschauen.
Boah, das schwankt, Leute. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie ich hier am Rumtippern bin. Das geht immer so links, rechts, links. Oh, wow, 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 wow. Das ist so heftig. Heavy Metal. Ist gar nichts dagegen. Aber ist auch gerade ganz schön wellig, ne? Das kann vielleicht damit zusammenhängen. So. Stehen bleiben. Ich will mir jetzt mal das Boot anschauen. Steh mal auf. Boah, schick. Schau mal hier. So kann man sich hinsetzen. Viele Staufächer. Hier mal fette Radar. Schön Glas. Dann gehen wir mal an Deck. Schauen wir mal hier. Was können wir hier machen? Können wir hier hoch? Nee. Können wir runtergehen? Ach geh. Das war jetzt nicht alles, oder? Ach Quatsch. Das ist aber mau, muss ich jetzt ehrlich sagen. Das erste Boot hat mich so sehr beeindruckt. Das zweite war dann auch okay. Aber das hier jetzt, ja, also das ist so ein Riesenteil. Pff, und hier ist nichts. Wo sind denn meine Kollegen? Ja, das ist jetzt schon am Wow, ne? Also das muss ich jetzt schon sagen. Das finde ich jetzt... Haben sie am Ende dann irgendwie nachgelassen oder so? Ich weiß es nicht. Hatten sie keine Lust mehr oder ich weiß es nicht. Das ist schade. Also ich hier oben, ne, das haben sie auch schön gemacht. Das sieht gut aus. Das gefällt mir hier so. Mal hier so drauf rum. Oh, warte. Gut. Ich wollte schon sagen, irgendwie stimmt doch was nicht. Irgendwo muss es doch noch weitergehen. So, okay, hier geht's. Da geht's wieder hoch. Okay. Hier haben wir die Außennehmtische. Okay, was haben wir hier? Kommen wir da rein? Nee. Da wird der ganze Fisch wahrscheinlich gelagert. Und ist hier eine Leiter? Oder lehnt die da nur so an? Das glaube ich nicht. Seltsam. Aber wo sind meine Kollegen? Da sind die Netze. Da geht's wieder hoch. Kein. Oh. Oh. Da kriegt man ja Angst. Ich könnte hier ins Wasser hüpfen. Okay. Auf jeden Fall sehen wir, dass es da nicht weitergeht. Das macht jetzt eigentlich nichts. Wir können ja hier per Schnellreise wieder nach Hause fahren. Dann sitzen wir ja wieder an Bord. So, wie lange hängt denn das hier schon? Ja, machen wir mal 10 Stunden, dann sind wir wieder da. Oh! Oh! Ah, wir können ja V drücken. So. Ja, das ist aber schade, ne? Dass man nicht mehr sieht. Also das... Ich muss ja irgendwo müssen doch die Leute liegen und schlafen und so. Naja. Da wäre ich schon extrem enttäuscht, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hole mir dieses Riesenteil da für 20 Millionen und dann kann ich nur oben rumlaufen. Also... Da muss man Maschinen sehen und so, ne? So. Genau, wir wollten jetzt Zeit überspringen. 10 Stunden. Oder 10, ne? Ja, 10 Stunden. War das jetzt richtig? Bin mir nicht sicher. Ah, ne. Zeit überspringen. Ich habe hier geguckt. Hab hier auf 10 gestellt. Dann habe ich eigentlich Glück. Ja, zwei sollten reichen. So, okay. Fischen gehen! Oh, oh, oh. Ich muss aufpassen. Oh, 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 oh. Sonst bleibe ich mit dem Heck hängen. So, okay. Hier, hier. So.
So, ist blau, ist perfekt. Perfekte Time. Wo seid ihr? Da vorne. Da sind sie, da. Ah, der braucht ganz schön Sprit hier, Wahnsinn. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Wir haben jetzt zwar ein großes Schiff, aber bedeutet das auch mehr Fisch? Weil so jetzt, das sind ja ganz normale Netze. Das ist ja nichts Neues. Ich glaube, wir sind ein Stück falsch rum. Ja, da ist es. Jetzt müssen wir mal gucken. Wir haben angeblich einen, genau, Steuerbord Thruster, Port Thruster mit C und Z. Oh, wie geil. Da können wir so von der Seite her, also so können wir viel schneller drehen. Oh weh, der Rückwärtsgang. Stopp! Oh, das ist ja schwerste Arbeit. Achso, wir müssen. Jetzt der Einhorn 2, mal schauen, dass ich das ausnehme. Oha! Jetzt komm schon! Guck mal, was wir hier, so wie wir das hier aufwirbeln. Jetzt brauche ich den rechten Thruster her. Oh, das ist aber echt übel. Ich komme da nicht hin, so. Jetzt. In welche Richtung? Ah, verdammt, darüber gehen die Netze. Ja, ekelhaft. Nochmal 30 Mal hantieren. Boah, Alter, das ist ja richtig übel hier, Leute. Das sieht jetzt so einfach aus, aber ist es nicht. Ja, ist schon klar, ne? So ein riesen Kahn hier. Oh, Mann. Dahin manövrieren, das ist ja übel. Nicht zu schnell. Ja, jetzt langsam reintuckern. Ah, komm. Hm. Ach, das geht jetzt automatisch. Ich muss nicht mal was drücken. So, die sammeln jetzt Fisch. Ja, ich hoffe, dass das jetzt auch ordentlich was ist. Dass das nicht nur so ganz paar sind, sondern dass es wirklich... Dass wir damit jetzt, keine Ahnung, 3 Millionen einnehmen, wenn wir das abliefern. Ich habe ja auch die Entwickler angeschrieben, ne? Also das mache ich ja immer, wenn ich für die was vorstellen soll. Also wenn ich ein Spiel für die testen soll, dann schreibe ich die auch immer an. Erzähle ihnen immer, wie ich das Spiel finde, was ich für Fehler gefunden habe, was ich gut finde. Und ja, das habe ich schon gemacht, also schon vor der Folge, also eine Folge davor. Wir haben halt geschrieben, also was ich sehr, sehr schade finde, ist zum Beispiel, dass keine anderen Schiffe rumfahren. Man befindet sich hier in so einer Fischergegend hier, ne, alles ist voll und
6 Tonnen Fisch. Okay, ja, das ist ordentlich. Dass wir einfach hier, dass hier nichts los ist, dass das jetzt viel zu leer ist. Da muss richtig was los sein, weil wir sind ja hier in der richtigen Fischergegend, ja. Und das ist das, was mich eigentlich an diesem Spiel am meisten stört, dass hier einfach niemand anderes ist, außer ich. In der Fischergegend. In der Fischergegend, Leute. Es ist nicht irgendeine Fischergegend, sondern es ist die Fischergegend hier. Und wir sind der Einzige hier. Das finde ich extrem schade. Das habe ich denen geschrieben. Und ja, auch positive Sachen. Also, dass die Schiffe detailliert sind. Also, sie sind gut. Ja, also man hätte da mehr machen können ein bisschen. Das ist ein bisschen schade. Aber sie sind gut. Also, sehen sehr schön aus. Grafisch gefällt mir das auch gut alles. Es ist schön gemacht, wie das mit den... mit den ganzen Details so, auch wie man die Fische fängt, dass es dann halt am Anfang so ist, dass man die dann wirklich mit dem Haken rausholen muss und dann kommt das mit den Netzen und so. Also es ist schon richtig schön gemacht, also mir gefällt das sehr gut. Ja, und was mich auch positiv überrascht hat, ist, dass man Autos auf den Straßen fahren sieht, was mich wiederum etwas verwundert, dass man die Autos rumfahren sieht, aber keine Schiffe. Das wundert mich dann noch mal mehr, weil dann ist ja das technische Wissen und die Möglichkeit dafür ja da. Die Schiffe müssen ja nichts machen, die brauchen ja nur einfach so ein bisschen rumtuckern, in den Kreis fahren oder so, ich weiß es nicht. Es würde ja schon reichen, aber dass hier nichts ist, kein einziges Schiffchen, das macht mich sehr traurig. Ja, was mir noch gut gefallen hat, also was ich richtig schön finde, ist, dass man auch eigene Crews einstellen kann, dass man Jobs hat. Also, dass man so Aufgaben hat, die man erfüllen kann. Das fand ich auch richtig schön, dass man sagt, okay, damit man nicht nur fischt, sondern auch mal Aufträge hat. Das bringt so ein bisschen Abwechslung rein. Finde ich gut. Haben sie super gemacht. Also, das finde ich sehr schön. Auch so mit dem Streckenfahren, dass man ein bisschen was erkundet und so. Finde ich alles sehr stimmig, alles sehr gut gemacht. Also, das muss man denen schon lassen. Ja, Landschaft ist auch sehr schön. Finde ich richtig toll. Also, sehr schöne Gegend, eigentlich perfekt, also wirklich eine perfekte Fischergegend, also so Gebirge, dann Richtung offenes Meer, dass man erst so in einem kleinen flachen Gewässer unterwegs ist und dann in der großen Schiff dann immer weiter nach draußen fährt. Super, finde ich einfach toll, auch mit den verschiedenen Bezirken, dass man schöne Stellen hat, wo man sagen kann, okay, da wird viel, sind halt dann mehr Fische, einige Fische können nicht verkauft werden, da sie noch nicht gestapelt Sinn. Ach so. Ich müsste jetzt ja stapeln. Und das doch mal so. Dann machen wir mal Zeit überspringen. Sie fertig? Ja, sie sind fertig. Jetzt bin ich mal gespannt. Was kriegen wir zusammen? Wir haben 6 Tonnen Kabeljau. Wir haben fast 3 Tonnen Pollack, fast 2 Tonnen Schellfisch und 1,6 Tonnen Rotbarsch. So insgesamt, das kriegen wir so überschlagen, 300.000. Das ist schon nicht schlecht. Aber nicht besonders viel. Gut, wir haben jetzt auch nur 2 Netze eingezogen, aber wenn man jetzt bedenkt, ein Netz hat uns immer so um die 100.000 gebracht, ne? Also effektiv ist es jetzt nicht viel mehr, muss man ganz ehrlich sagen. Es ist nicht viel mehr, was man zusammenkriegt. Man muss nicht mal so oft hin und her fahren, das ist auf jeden Fall klar. Ja, was hat mir noch gut gefallen an dem Spiel? Die Wettereffekte sind super, es regnet viel, das glaube ich passt auch für die Region, das ist eigentlich vollkommen in Ordnung. Was ist mir noch aufgefallen? Ich finde, das mit den Fischen sehr schön, dass die so, also dass man sie auch erkennt. Also wirklich, die sehen nicht irgendwelche Fische, sondern man erkennt sie auch wirklich. Oh, Makrele ist die neu. Und ja, dass man sie einfach halt auch, wenn man sie dann ausnimmt, erkennt, dass man, wenn man sie reinholt, erkennt. Also dass man wirklich die Fische erkennt und auch wie sie dann eingesammelt werden. Also es gibt ja die verschiedenen Variationen, einfach mit dem Haken, da muss man schön treffen. Wenn man daneben haut, dann ist halt der Fisch weg.
oder mit dem Netz. Man muss sie dann halt da aus dem Netz rausfriemeln. Finde ich geil, gut gemacht. Was mir nicht so gut gefallen hat, ist das Fisch ausnehmen. Denn das Fisch ausnehmen gestaltet sich als Glücksspiel. Und meistens macht es nicht Sinn, das selber zu machen, sondern es von den Mitarbeitern machen zu lassen. Weil diese Magnete viel zu heftig sind. Da müssen Knochen in dem Fisch drin sein, dass man solche komische Schnittbewegungen macht. Also Feinmotorik von, keine Ahnung, vom Neandertaler, der behindert ist oder sowas. Ich weiß es nicht, weil das sind... Das so schneidet kein Mensch. So verkacken kann man es gar nicht. Also das kann gar nicht sein. Und vor allem ist es richtig scheiße, wenn alle Magnete oben sind. Das habe ich auch geschrieben, dass ich das am allerschlimmsten an diesem Spiel finde. Dass dieses Ausnehmen eigentlich eine schöne Sache ist, dass das wirklich viel Spaß machen könnte, wenn das richtig funktionieren würde. Und dass einfach dieses Balancing, dass das einfach schlecht ist, dass das einfach nicht stimmt. Mal ist es voll leicht, da denkt man sich, ach, easy going. Und das nächste ist dann voll schwer. Und da denkt man, ach du Scheiße, was ist denn da passiert? Also das darf natürlich nicht sein, denn es kann nicht sein, dass man, wenn man das schon tausendmal gemacht hat, dann trotzdem, keine Ahnung, den Rettungsring zersticht, weil da so ein fetter Knochen drin ist oder so ein Magnet irgendwo, der mein Messer sonst wohin führt, wo ich niemals hin wollte. Also das kann nicht stimmen und das tut es auch nicht. Und es ist einfach schade, dass man das so veröffentlicht hat. Bin ich ganz ehrlich. Das ist eigentlich ein No-Go, meiner Meinung nach. Das darf eigentlich nicht sein, weil es ist nun mal so, dass das wirklich viel Spielspaß wegnimmt. Ich finde, das gehört zu einer wichtigen Tätigkeit, Fisch auszunehmen, wenn man schon Fishing-Simulator spielt. Und das funktioniert zwar, aber halt einfach glücksmäßig so ein bisschen. Und das ist sehr schade. Aber nichtsdestotrotz, das Spiel hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also es ist wirklich... Also ich finde sonst nichts anderes schlimm an diesem Spiel, also wo ich sage, finde ich nicht so gut. Es ist alles stimmig. Der Preis ist auch vollkommen in Ordnung und passt dafür super. Man hat wirklich sehr viel zu tun und wenn man ein paar Stunden auf der See verbringt und vielleicht nebenbei noch ein bisschen, weiß ich nicht, vielleicht eine Serie schaut oder sowas, glaube ich, kann man da sehr, sehr, sehr viele Wochen oder sogar Monate Spielspaß an diesem Spiel haben. Und ja, hat mich sehr gefreut. Sehr tolles Spiel. Ich werde es wahrscheinlich ab und zu mal wieder spielen, wenn ich mal Lust dazu habe. Und wir beenden jetzt das Projekt hier und kommen wieder zu Subnautica. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt ja noch einen Kommentar da lassen, wie ihr das Spiel empfunden habt, was euch gefallen hat, was euch nicht so gefallen hat. Vielleicht habe ich ja was übersehen, ich weiß es nicht. Und ja, dann... Noch einen schönen Tag aus Hammerfest. Bis zum nächsten Mal. Euer Xaro. Tschüss.